Guten Tag, da ist der Gusor wieder. Ja, ich habe es wieder geschafft. Ich werde das jetzt wieder als relativ kurzes Video machen zum Einstieg. Ich hau dann wieder heute ordentlich was raus, beziehungsweise produziere dann wieder ordentlich vor. So, gucken wir mal. Ihr sollt ja auch mal wissen, wie es bei mir grundsätzlich steht. Einfach, dass ihr wieder jede Woche da wisst, wo ich bin, beziehungsweise wie weit ich bin. Momentan. Aber sehen wir gleich. Gucken wir uns kurz die Base an. So, zack. Gucken wir mal. Also, was ich cool finde, ich hatte ja Expo schon geupgradet, aber das hattet ihr gesehen. Und ich habe die Queen jetzt gerade wieder im Bau, da auf Level 11. Und ja, Minenwerfer eben auch schon eben dann auf Max-Bereich, dass ich von 6 auf 7 komme, das ist auch alles easy. Und was wollte ich noch sagen? Genau, ich habe angefangen, die dunkle Kaserne zusätzlich zu bauen, weil ich ja, wie gesagt, eben alles maxen will. Da kam wieder die Frage, auch alles? Ja, von wegen, weil Mauern und sowas sind ja dann so teuer. Ja, wirklich alles. Und ich sehe da auch absolut gar kein Problem drin. Wie gesagt, es ist ja nicht innerhalb einer bestimmten Zeit nötig oder sowas, sondern ich mache es einfach, bevor ich auf 10 gehe, haue ich eben alles komplett auf Max. Ist ja so schwer nicht. Dauert halt eben eine Ewigkeit, das ist ganz klar. So, jetzt gucken wir mal. Ja, hier, ihr seht selber hier angegriffen, wenn ich angegriffen werde, hier, da gab es mal ein bisschen was zu holen, aber ansonsten ist das wirklich ganz easy, also von daher finde ich das super cool. Im Bereich Kristall werde ich auf jeden Fall bleiben, weil es da halt eben ordentlich Dunkles gibt, da kann man den Rest immer wegsnacken und dann ist alles cool. Ja, ich baller mal hier, also das mit dem Baum hier finde ich gar nicht schlecht, den werde ich lassen. Kann ich rein? Gucken wir mal, ob du rein kannst. Nein, du kannst nicht rein. Weil wir da einfach bessere haben. So, gucken wir mal. Jo, das ist in Ordnung. Gucken wir mal, ob noch einer war, aber ich denke mal nicht. Ne, genau. So, Luzi ist wieder raus, wieder rein. Okay. Jetzt. Magier habe ich leider nicht. Oder Boogie 6, genau. Boogie 6 haben wir. Das ist kein Thema. So, Mager. Ich denke mal, das soll Magier heißen. Aber das kann ich dann leider nicht geben. Weil wirklich, ja, ich will mein ganzes Elixier, muss ich ganz ehrlich sagen, ich will es jetzt gerade mal ein bisschen beisammenhalten. Weil man halt mittlerweile echt so mega viel mit dem Elixier machen kann. In Bezug natürlich auf. Ich mach gerade Video. Und geht mir gut. So, zack. Aha. Rubinator? Läuft bei dir. so, also. Ich. Genau, ich hatte ja meine Base umgestellt. Hier auch nochmal Testphase halt, wie es hier läuft, aber ich werde halt nicht angegriffen. Also jetzt nicht so krass abartig, dass ich da, wer weiß, überrascht werde. Du bist in einem Video, richtig? Ich gucke mal. Wie gesagt, Checks. Erstmal muss der Gusor-Bogencheck wieder gemacht werden. Also der Check-Clan muss durchforstet werden. Das werde ich heute auf jeden Fall noch machen. Und das wird dann innerhalb der nächsten Zeit zu sehen sein. Ansonsten, ihr seht's auch langsam, sind meine Boogie-Türme. Ich meine, das hier ist Level 9, das ist noch nix. Aber habe ich die eben auch schon langsam schon ein bisschen höher. Und Luftabwehr, denke ich mal, wird dann als nächstes kommen, weil die natürlich dann auch nochmal 50 reinballern. Das ist schon ordentlich. Ja. Das haben wir, ich greife gleich an und dann kann ich schon mal mein anderes Zeug so nebenbei machen und dann ist das cool. Joa. Joa.
Legen wir los. Legen wir los und dann schauen wir mal, ob ich euch rausskippen muss oder nicht. Naja, das ist zu wenig halt. Also ich greife mal so jetzt im Bereich an, wo, ja, wenn ich, hier, den würde ich angreifen, wenn der jetzt Rathaus draußen gehabt hätte, sage ich jetzt mal, dann hätte ich den angegriffen, weil dann brauche ich ja wirklich nur kurz Rathaus wegschnippeln und kann mir den Rest noch einsammeln. Jetzt um die 50, hier, na, okay, ja, den klicke ich weg. Nee, den nehmen wir uns natürlich, ganz klar. Ist, ja, ihr seht es eben auch selber nochmal kurz für die Neulinge. Er ist nicht in der Liga. Ich meine, wir haben auch erst Montag, also die Liga hat eh gerade erst begonnen, aber X-Bogen leer. Ja, jede Menge Gräber und Minensammler voll. Also da wird garantiert nichts sein. So, da gehe ich mal ganz soft hier lang. Hier ganz easy. Hier auch. Ich will auch natürlich dann das Dunkle. Also, weil wenn 1-4 Dunkles zu holen sind, dann ist natürlich krass, dass die den aus dem Clan noch nicht gekickt haben. Das ist schon ziemlich geil. Aber egal. So, der King. Mache ich den King überhaupt platt oder nicht? Weiß ich nicht, weil hier mache ich eh nicht weiter. Das ist ja vollkommen Banane. Ich gucke, wo. Also, der hat den Bora da, den Bora da. Die muss ich auf jeden Fall ziehen. Dann gehe ich jetzt erstmal mit dem King, weil der halt Flächenschaden ohne Probleme ab kann. Ja, wenn der Bogiturm natürlich da sein Heart Attack rausbringt, ist natürlich dann nicht so schön. Aber ja, der King hat gemacht, was er sollte eigentlich. Der hat so ein bisschen Schutzschild gespielt und dann geht das eigentlich auch. Und ja, ein bisschen zu spät den Wut gesetzt, weil jetzt geht der Wut durch und gucken wir mal. Ah, kurz, ich denke mal, kurz vor Ende des Wuts hat er dann abgekackt. So, gehen wir hier nochmal kurz den Rest hier. Ah, zu dicht dran, ne? Schade eigentlich, aber egal. So, passt. So, jetzt nochmal kurz gucken. Ich hätte noch Dunkles, was ich gerne haben würde. Und ich würde aber erstmal, bloß wiederum, wenn ich jetzt hier die 50% mache, ist jetzt auch nicht wirklich viel mehr an Pokis. Wenn ich jetzt auf die Pokis gucke, ich kann maximal 14 Pokis machen. Aber dann kriege ich natürlich jetzt nur irgendwie, was weiß ich, 3, 4 Pokis mehr, wenn ich die 50 voll habe. Aber egal. So, machen wir hier das hier nochmal. Und dann machen wir mal die Kanone leer, dass wir hier außerhalb des Flächenschadens vom Minenwerfer sind und lassen uns einfach überraschen. Genau, der will hier jetzt schon rein, weil das Dunkle hätte ich schon gern. Und wie gesagt, die 50 nochmal voll gemacht. Aber ich habe die hier nicht gesehen. Ja, bloß dafür jetzt die Clanburg wasten. Ach, ganz ehrlich, für die 13. Nee, mache ich nicht. Tue ich mir nicht an, aber ich würde mal gucken, ob der sich hier noch ein bisschen durchbeißt. Okay, also das war so grundsätzlich ganz cool. Ganz logische Sache. Da bin ich natürlich gerne dabei. Und jetzt wäre natürlich gleich die Frage, ah, schade, fürs Dings reicht's nicht. Oh, dum, 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 dum. Ich bin so ein bisschen am gucken und machen, wie ich weiter vorgehe. Sprich, wie ich mein Elixier jetzt einsetze, weil ich habe noch genug eigentlich, was ich verbraten müsste. Ich muss noch, gucken wir uns das gleich mal an, was ich alles muss. Ich muss die Kaserne noch auf Packer-Level bringen. Und ich muss natürlich auch zusätzlich die Ka Kaserne, und das bin ich echt ehrlich, Level 2, für 1,25 Mille. Alter, das ist echt viel, eigentlich viel, viel Elixier, sage ich mal. Und die muss ich halt auch noch hochpushen. Also so jetzt zu sagen, oh naja, mit dem Elixier, das kann ich eh jetzt alles wasten, das ist nicht der Fall. Deswegen auch nur noch Bogies spenden gerade, weil halt mehr einfach nicht drin ist. Wirklich, also das ist, seitdem man die Mauern halt eben auch mit dem Elix machen kann, was natürlich mega geil ist, ganz klar, ist es halt eben wirklich so, dass man sagt, oh, ich brauche mein Elixier auch. Weil später war es ja dann wirklich so, wenn du schon, ja, ziemlich maxed out bist, dann sitzt du da, ja, Gold brauche ich halt für die Mauern, logisch, aber der Rest ist egal. So, gucken wir mal.
Das finde ich nicht so, aber gut, sehe ich anders. Aber wie gesagt, das ist halt eben auch, jeder hat da seine eigene Meinung dazu. Das darf auch vollkommen sein. Wie gesagt, also Elixier brauche ich noch. Ich kann es mir jetzt eigentlich nicht mal leisten, weiterhin Elixier rauszuballern für die Mauern, obwohl ich natürlich da auch schon ziemlich zufrieden bin mit mir. Ich hatte ja beim letzten Mal, ich hatte mir das aufgeschrieben irgendwo, 90 8er Mauern, es sind immerhin schon 104. Und wie gesagt, jetzt natürlich wieder so eine Sache, dass ich jetzt wieder, was weiß ich, wir haben es jetzt 16:30, dass ich jetzt natürlich wieder extremst abgehen werde und dann auch wieder 4, 5, 6 Stunden vielleicht spielen werde. Und da ist das natürlich dann eben eine geile Sache, dass man auch da wieder ein bisschen was reißen kann. Ich könnte mir das eigentlich mal notieren, was ich um 16:30 Uhr hatte. Ich hatte 3,4 Gold. Ich hatte 0,26 Elex und 14k D-Elex. Und könnte man ja gucken, und ich hatte 108 Mauern im 8er-Bereich. Ja, wie gesagt, ich werde das jetzt so machen, einfach um nochmal meine Strategie zu erklären. Ich werde jetzt nicht anfangen und sagen, guck mal hier, also ich habe gerade die Lakaien fertig gemacht auf 4. Müsste ich auch langsam mal austesten, wie die so sind. Mal schauen. Aber jetzt zum Beispiel zu sagen, oh, ich mache jetzt den Golem. Oder die Hexe. Obwohl die Hexe wäre schon ziemlich geil auf 2. Aber ich werde die Sachen halt relativ spät maxen, weil ich dafür relativ viel Dunkles brauche. Ich werde die Queen auf jeden Fall noch höher, 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 höher pushen und dann irgendwann den King nachziehen. Klar wäre es einfacher, jetzt zu sagen, oh komm hier, dann lass mal nur King machen erstmal, weil der King ist auf 5, aber ja, wie gesagt, ich brauche ihn halt nicht so wirklich. Da hau ich lieber die Queen richtig schön hoch erstmal. Aber ansonsten wirklich sehe ich so wirklich einfach den Sinn darin mit dieser Maxed Out Base, dass ich später gar nicht mehr wirklich angegriffen werde. Erhoffe ich mir einfach, weil klar, wenn ich natürlich irgendwie dastehe mit 10er Mauern, klar. Dauert eine Ewigkeit, aber alleine schon mit 8er Mauern. Sagen wir mal so, bleiben wir mal auf dem Teppich. Mit 8er Mauern wird natürlich die Möglichkeit eben für andere, die jetzt wirklich nur Pokis haben wollen und dann noch ein bisschen was ziehen wollen, wird natürlich schwierig dafür. Und deswegen denke ich wirklich Mauern, Hauch und dann natürlich auch, guck mal hier, das ist die erste ausgemaxte Kanone. Die anderen müssen natürlich dann auch noch. Aber es kostet auch wieder ein bisschen Steinchen. Aber könnte ich jetzt machen. Aber was wollte ich denn jetzt noch überhaupt? Wofür wollte ich noch mein Gold ausgeben? Klar, hier. Das ist noch ein klarer Punkt. Aber auch hier. Bogitürme. Ach so, ja. Warum habe ich gespart? Ich könnte ja jetzt schon wieder was machen. Klar. Aber ich habe ja in Anführungsstrichen nur die 4 Bauarbeiter. Und guck mal. Die sind alle noch Ewigkeiten beschäftigt. Und bevor ich dann dastehe und gar keinen Bauarbeiter habe, denke ich mir lieber, ach nee, komm, chillig, lässt du mal easy angehen und dann passt das. So, da sind wir, da sind wir da. Das war's erstmal. Ich lade es auch gleich hoch. Und wie gesagt, dann kommt wieder alles andere und jede Menge Spaß und Action und wie auch immer. Reingehauen. Macht's gut. Ciao, ciao.